Schönen guten Abend. Schön, euch hier zu sehen. Habt ihr gute Laune? Ja? Das ist schön, das möchte ich nicht. Deshalb möchte ich jetzt in der nächsten halben Stunde über Hass sprechen. Ich dachte, Hass ist super, Hass ist ein tolles Thema, es macht allen schlechte Laune. Ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist, das ihr kennt. Wer von euch hasst jemanden, mal bitte hier rufen. Zögerliches hier, so ich hasse, aber sehr sanft. Okay. Na, aber also ich meine jetzt auch nicht so einen, den mag ich nicht so. Ich meine so einen, ich würde dich töten, wenn es keine Gesetze und keine Moral geben würde. So einen richtigen Hass. Niemand? Doch, einer. Einer von gefühlt 2000 in dieser großen Halle, in der unter normalen Bedingungen so viele reinpassen würden. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist für unsere Gesellschaft. Wir haben ja ein Hassproblem in unserer Gesellschaft. Die Menschen hassen zu viel. Leute werden beleidigt und bedroht und diskriminiert und beschimpft. Ganz viel davon natürlich im Internet. Und alle fragen sich, was wir gegen diesen Hass tun können. Und ich glaube, das ist die falsche Frage. Hass ist Energie. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Energieerhaltungssatz, den wir alle in der Schule gelernt haben. Der besagt, Energie wird man nicht los. Sie kann sich in eine andere Energieform umwandeln, aber sie löst sich nicht einfach auf. Die Frage sollte also nicht sein, was wir gegen den Hass tun können. Die Frage sollte sein, was wir mit ihm tun können. Wenn er schon da ist, sollten wir ihn nutzen, um etwas Besseres aus ihm zu machen. Deshalb das, was nun folgt. Ich bekomme relativ häufig Hasskommentare im Internet, wie viele andere Menschen ja auch. Menschen, die sich öffentlich äußern, Menschen, die sich vor allen Dingen zum Thema Politik, Gesellschaft äußern und vor allem Leute, die sich irgendwie zum Thema Feminismus äußern. Da werden die Menschen ja immer sehr, sehr wütend. Und so bekomme ich auch Hasskommentare. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss was damit machen. Ich muss irgendwas mit der Energie, die darin steckt, machen. Und dann habe ich mir angewöhnt, aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, etwas noch Schöneres zu machen, nämlich Liebeslyrik. Ich illustriere das mal. Ich habe zum Beispiel den folgenden Kommentar bekommen. Ich werde gleich meine kleine Perle in meinen Arm nehmen und ihr meine männliche Liebe geben. Und ihr verbitterten Emanzen macht viertklassige Liebe mit Typen von Joko oder Böhmermann-Verschnitt, die beim Rödeln noch weinen. So. Ich fand den ganz schön. Also hat mich grammatikalisch so ein bisschen überfordert, aber ne, ich hatte das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gegeben. Und ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob Jan Böhmermann jedes Mal beim Rödeln weint. Ich weiß nicht, ob des schönsten Mannes Schönheit aus dem Dödel keimt. Emanzipiert heißt losgelöst, nicht mangelhaft an Trieben. Emanzen sind nur strapaziös, nicht unfähig zu lieben. So schön dein Traum vom runden, glatten, demütigen Glück auch war, Frauen haben Kanten und sind als Perlen unbrauchbar. Und wenn du deine Perle gleich behutsam aus der Muschel schälst und dich wie echte Kerle dann voll Ungeduld durchs Kuscheln quälst, vergiss nicht, eines Tages, da ist es an der Zeit, dann bist auch du, du alter Träumer, für eine echte Frau bereit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, davon wird es einige geben noch. Ich habe festgestellt in den Kommentaren, die ich bekomme und auch den Kommentaren, die ich im Internet sonst sehe, dass es so drei Hauptkategorien des Hasses gibt im Moment. Einmal Hass gegen Frauen, einmal Hass gegen Ausländer oder Menschen, die irgendwie für fremd gehalten werden. Und drittens Hass auf das System, Hass auf die da oben, was immer das bedeuten mag. Der Hass auf Frauen, der gefällt mir natürlich besonders gut. Davon kriege ich überraschenderweise auch am meisten. Weil es ist so, sie werden ja weniger, aber es gibt sie halt noch. Die Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass es schon bei einigen Themen vielleicht besser wäre, wenn Frauen einfach nichts dazu sagen würden. Oder die fest davon überzeugt sind, dass lustige Frauen nicht existieren. Und dass, wenn sie existieren, sie ausschließlich Witze über ihre Problemzonen zu machen haben, während sich die Männer ums Weltgeschehen kümmern. Und die Sache ist, ich würde Ihnen den Gefallen auch wirklich gerne tun. Also wirklich, wirklich. Das Ding bei mir ist nur, ich habe einen perfekten Körper. Mir fällt zu Problemzonen also einfach nichts ein. Wieso lacht ihr da? Und das ist so ein Ja, glaub weiter dran, Applaus. Vielen Dank.
Und ich bin ja auch Teil dieses ominösen Weltgeschehens. Und ich finde, es geht auch mich was an. Aber es gibt Leute, die sehen das anders. Es ist nämlich wohl so, dass wenn eine Frau sich zu irgendeinem Thema äußert, und das ist eigentlich relativ egal, zu welchem Thema, aber wenn eine Frau sich zu irgendeinem Thema äußert, dann liegt das eigentlich immer daran, dass die Frau nicht genug Sex bekommt. Und ich wusste das gar nicht, aber das ist wohl so. Die würde sonst gar nicht reden. Und das ist ja für euch auch wichtig zu wissen. Also wenn ihr als Frau jetzt denkt, oh, da wird gerade über was diskutiert, ich sag auch mal was, dann wisst ihr, woran es liegt. Nun denn, so zum Beispiel in dem folgenden Kommentar, der geht so: Frau Bosetti, wann wurden Sie das letzte Mal so richtig schön hart genommen? Falls Sie dies noch nie erlebt haben sollten, könnte es an Ihrem Entmannungsfeldzug liegen. Aber geile Titten, die Alte, an denen nie ein Baby saugen wird. Wetten? Ich habe Folgendes daraus gemacht. Ihr sagt, ich habe geile Titten. Schön, dass ihr das auch so seht. Das habe ich ja nie abgestritten, nur dass es darum hier nicht geht. Natürlich würde ich gerne einmal nur hart genommen. Doch leider habe ich keinen von euch jemals abbekommen. Verehren würde ich euch gern und mich von euch leiten lassen, begehren und mich nie beschweren und mich dabei heimlich hassen. Mein Leben in den Dienst stellen von Mann und Herd und Kind. Nur dass es nicht meine, sondern eure Träume sind. Ich weiß, ihr macht euch Sorgen, ich könne einsam sterben und meint, ich solle morgen vielleicht mal einfach werden. Doch so sehr mich eure Sorge rührt und eure Herzen bluten, ich krieg nicht keine Männer ab. Ich krieg halt nur die Guten. Vielen Dank. So, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ich lese euch jetzt nicht die ganze Zeit Hasskommentare vor und Gedichte vor, sondern ich lese euch auch ein paar der Ursprungstexte vor. Das sind meist so Kolumnenfolgen aus dem Radio, die erst diese Hasskommentare zur Folge hatten. Weil es kann ja jetzt sein, dass ihr hier sitzt und ihr schaut mir zu und ihr hört mir zu und denkt irgendwie so, boah, das ist eine Frau, der möchte ich auch mal einen Hasskommentar schreiben. So, kann ja sein. Und dann könnt ihr das ja nicht einfach so machen. Ihr müsst ja wissen, warum. Und ich dachte, so zur Inspiration lese ich euch jetzt einfach mal eine Radiokolumnenfolge vor, die einige dieser Hasskommentare nach sich gezogen hat. Es geht völlig überraschenderweise um Frauen. Es ist aber noch ein bisschen schlimmer. Es geht um alte Frauen. Ich weiß nicht, kennt ihr alte Frauen? Nein, aber okay. Ihr seid mit dem Konzept vertraut. Ja, gut. Auch wenn das gerade voll angesagt ist, will ich nicht über alte weiße Männer reden. Ich will über alte Frauen reden. Da bin ich wahrscheinlich die Einzige. Niemand will über alte Frauen reden. Wenn man bei Google alte Frauen eingibt, kommen als Suchvorschläge alte Frauen tanzen mit Rollator und alte Frauen lustige Videos. Vielleicht ist das ein neues Genre. Nach Katzenvideos guckt man jetzt lustige alte Frauenvideos. Keine Ahnung, alte Frauen hüpfen von der Fensterbacke auf den Tisch und tun sich tierisch weh dabei. Oder alte Frauen werden in eine Badewanne geworfen und erschrecken sich vor dem Wasser. Es wäre eigentlich ganz schön. Aber wenn wir sie uns nicht gerade als Haustiere halten, sind alte Frauen unsichtbar. Ich habe vor kurzem einen Mann sagen hören, ich kann jungen Weibern nicht zuhören, weil ich mir die lieber nackt vorstellen will. Und ich kann alten Weibern nicht zuhören, weil ich mir die dann immer nackt vorstellen muss. Und ich habe mich gefragt, wann genau ist der Übergang? Schlafen wir Frauen eines Abends als Sexobjekt ein und wachen als Altfleischcontainer wieder auf? Zu mir hat ein Bühnenkollege mal gesagt, spätestens in 10 Jahren ist es für dich vorbei mit Fernsehauftritten. Junge Leute wollen zwar 50-jährige Männer in Turnschuhen sehen, aber keine Frau über 40. Und das wirklich Traurige ist, er hat ja recht. Es ist die Hauptaufgabe einer Frau, jung zu sein. Und Kinder zu gebären und dann wieder jung zu sein. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde 20-jährige Männer zum Beispiel total unsexy. Natürlich haben sie glatte Haut und volles Haar, aber die sehen noch so unfertig aus. Wie Plätzchen, die nicht lange genug im Backofen waren. Ich denke immer, wenn ich dem jetzt in die Wange kneife, dann pratscht irgendwo noch flüssiger Teig raus. Das ist doch nicht schön. Aber so rum ist es ja sowieso nicht so gern gesehen. Die amerikanische Präsidentengattin ist 24 Jahre jünger als ihr Mann. Es interessiert niemanden. Dass aber die französische Präsidentengattin 24 Jahre älter ist als ihr Mann, das geht natürlich gar nicht. Sie könnte seine Mutter sein, sagen die Leute. Das Argument habe ich noch nie verstanden. Nicht unerheblich ist doch,
Sie ist nicht seine Mutter. Ich gehe doch auch nicht zu gleichaltrigen Pärchen und sage zur Frau, ihr seid so eklig, der Typ könnte dein Bruder sein. Eine Tagesspiegel-Kolumnistin titelte vor ein paar Jahren, Brigitte Macron verlängert das Verfallsdatum von Frauen. Sie meinte das positiv. Im Gegensatz zum Papst, der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, Europa sei eine alte, unfruchtbare Frau. Das stimmt erstens nicht. Die mythische Europa war eine junge und sehr gebärfreudige Frau, die lustigerweise von einem alten weißen Mann nach Europa entführt wurde. Was aus Europa als alte Frau geworden ist, hat noch nie jemanden interessiert. Aber viel krasser finde ich, dass das die schlimmste Beleidigung war, die dem Papst für Europa eingefallen ist. Eine alte, unfruchtbare Frau. Dabei gibt es so coole alte Frauen. Meine Oma zum Beispiel. Meine Oma sagt viel klügere Dinge als mein Papst. Fragt man meine Oma nach ihren Träumen, dann sagt sie, ich will, dass auf meinem Grabstein steht, ich bin mal weg und mach's mit Buddha, macht's gut gezeichnet, eure Mutter. Vielen Dank. So, wir sind immer noch bei Hass auf Frauen. Wir kommen also jetzt mal wieder zu Kommentaren, die genau das ausdrücken. Es folgt jetzt, ehrlich gesagt, der schönste Kommentar, den ich überhaupt jemals bekommen habe. Wappnet euch, er ist ganz toll, er geht so. Eine Frau überlebt nicht einmal 24 Stunden in der Wildnis. Vor allem dann nicht, wenn sie ihre Tage hat und ihre Blutspur vor einer Gruppe hungriger Wölfe durch den halben Wald führt. Ohne Mann kann die Frau einfach nicht lebensfähig sein. Das konnte sie nie und das wird sie auch nie. Das ist schön, oder? Ich finde es auch gut, dass das mal jemand anspricht, weil das ist ja ein wahnsinnig großes Problem. All die Frauen, die da im Wald immer alles vollbluten. Zum Glück gibt es Wölfe. Ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Was tät ich bloß auf mich gestellt, in einer unbemannten Zeit? Kein Retter und kein starker Held, nur ungeschützte Weiblichkeit. Ich würde durch die Wälder irren, blutend, ungeschickt und schwach und fänd emotional verwirrend, dass niemand mir den Hof hier macht. In meinen High Heels würde ich holpern, in meinem Kleidchen fast erfrieren. Würde ich über ein Raubtier stolpern, würde ich statt kämpfen diskutieren. Ich bin halt niedlich, aber nutzlos. Ohne dich kann ich echt nix. Im Wald bin ich fast rührend schutzlos. Ich brauche einen Obelix. Du siehst, wir können uns nicht helfen. Nur euch Männer stetig plagen. Unrecht tust du bloß den Wölfen. Sie würden niemals Frauen jagen. Der Wolf, der ist ein scheues Tier. Er meidet Menschen, wenn er kann. Und ist damit, ich spreche von dir, klüger wohl als mancher Mann. Vielen Dank. So, einen letzten Kommentar zu diesem Thema Hass auf Frauen habe ich noch. Es ist zugleich auch der Übergang zur zweiten Hasskategorie, also zum Hass auf Ausländer. Es ist ein sehr böser Kommentar, also wappnet euch, er geht folgendermaßen. Dir sollte man den Kopf abschneiden und als Blowbang-Gerät an Flüchtlingsheime verscherbeln. Huren wie du haben jedes Lebensrecht verwirkt. Ach Junge, ich finde deine Fetische seltsam. Und dann erstmal deine Geschäftsideen. Der Köpfeverkauf war, ehe wir auf der Welt waren, vielleicht mal der Renner, doch das musst du gestehen, heute nur noch ein Geschäft für Halunken, die in Marktwirtschaft wohl die schlechtesten sind. Die Kopfnachfrage pro Kopf ist gesunken, das weiß doch inzwischen nun echt jedes Kind. Und ich weiß, der Verkauf ist dir gar nicht so wichtig. Du willst bloß, dass ich sterbe, bist der Idealist. Das ist als Prämisse zwar schlüssig und richtig, doch es ist schon fast süß, wie naiv du da bist. Denn schneid mir den Kopf ab und mir wachsen zwei neue. Du kannst Frauen zwar töten, doch die Frau an sich nie. Du denkst wohl, dass ich den Kampf mit dir scheue, doch die Frage ist nicht, wer gewinnt, sondern wie. Ich bin die Frau, die weibliche Hydra und du bist nicht Herakles, wenn du es auch willst. Du schwingst deine Schwerter, wirst jeden Tag müder und fragst dich, wieso du als Held nicht mal giltst. Und ich werde stärker und Köpfe, die brechen, sprießend aus klaffenden Wunden hervor. Und die Köpfe haben Münder, Münder, die sprechen, sie flüstern dir von allen Seiten ins Ohr. Schneid mir den Kopf ab und mir wachsen zwei neue. Du kannst Frauen zwar töten, doch die Frau an sich nie. Du denkst wohl, dass ich den Kampf mit dir scheue. Doch die Frage ist nicht, wer gewinnt, sondern wie. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bevor wir jetzt so richtig zum Hass auf Ausländer kommen, möchte ich einen kurzen Text einschieben. Ich habe nämlich in den letzten Monaten der Corona-Isolation mir angewöhnt, Briefe an Menschen zu schreiben, also Menschen, die ihr auch kennt, Menschen des öffentlichen Lebens. Und bin aber immer so ein bisschen zu faul, zur Post zu gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lese die einfach öffentlich vor. Vielleicht erreichen die ihre Adressaten dann auch. Ich weiß nicht, warum ich denke, dass das hier jetzt unbedingt zum Thema Hass auf Ausländer passt. Es ist ein Brief an Alice Weidel. Ich weiß auch nicht. Ich habe den vor einigen Monaten geschrieben. Er passt allerdings heute leider mal wieder besonders gut, denn es geht so ein bisschen um die Menschen, die da an der Grenze zu diesem uns persönlich gehörenden Europa stehen und Einlass begehren. Menschen wie Alice Weidel sind ja der Meinung, dass wenn auch nur einer davon die EU betritt, dann wird sie zusammenbrechen. Deswegen nun der folgende Brief. Ich habe es geschafft, 15 Mal das Wort Arschloch einzubauen, ohne sie ein einziges Mal damit anzusprechen. Ich möchte das gewürdigt wissen. Liebe Alice Weidel, ich habe eine Entdeckung gemacht. Wenn man bei Twitter oben ins Suchfeld Ali eingibt, kommt als erster Vorschlag ihr Name, Alice Weidel. Das finde ich ganz schön. Nicht nur leben sie also in einer interkulturellen lesbischen Beziehung, also allem, was ihre Partei verachtet. Nein, nicht nur das, sie sind in Wirklichkeit auch noch ein Mann arabischer Herkunft. Nun ist es ja so, dass sie Männer arabischer Herkunft nicht besonders mögen. Wie geht es ihnen also damit, im Herzen ein Ali zu sein? Sag doch mal, Alice. Überhaupt wäre mal interessant, Rassistinnen oder Rassisten im Körper eines Menschen mit Migrationshintergrund aufwachen zu lassen. Als einer von den 13.000 Leuten zum Beispiel, die da gerade an der Grenze zu Griechenland stehen. Ich glaube übrigens, dass da richtige Arschlöcher bei sind. Also bei den Flüchtlingen, glaube ich wirklich. Das ist doch ihre Sorge, oder, Alice Weidel, dass da schlechte Menschen nach Europa kommen könnten? Und ich glaube, sie haben recht. Ich meine, das sind 13.000 Leute. Wie wahrscheinlich ist es, dass da kein Arschloch bei ist? Der Punkt ist nur, erstens, es ist völlig egal, ob da Arschlöcher bei sind. Auch Arschlöcher haben Menschenrechte. Das dürften doch auch Sie eigentlich ganz gut finden, Frau Weidel. Und zweitens, die Arschlochquote, also der prozentuale Anteil an Arschlöchern bei diesen 13.000, ist wahrscheinlich genauso hoch wie die Arschlochquote in Europa. Rein prozentual wird es also keinen Einfluss auf den Arschlochgehalt Europas haben, wenn wir diese Flüchtlinge aufnehmen. Keinen. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat ergeben, die Arschlochquote ist in den meisten zufällig zusammengewürfelten Gruppen ungefähr gleich hoch. Ja, die Untersuchung habe ich gerade erfunden, ist aber trotzdem wahr. Außer vielleicht bei Parteitagen Ihrer Partei, Frau Weidel. Da ist die Arschlochquote anders. Aber sonst, in Familien zum Beispiel. Es gibt keine einzige, wenngleich noch so nette Familie, bei der Gott nicht irgendwann gedacht hat, ah, da fehlt noch das Quotenarschloch. Und das Faszinierende am Quotenarschloch ist die damit einhergehende statistische Unmöglichkeit. Denn man ist es nie selbst. Außer jemand denkt jetzt, nö, bei uns gibt es sowas nicht, dann ist dieser jemand wahrscheinlich das Quotenarschloch. Und das wird bei den Geflüchteten nicht anders sein. Aber neben den Unsympathischen stehen da halt auch gute Menschen. Liebende, rücksichtsvolle, warmherzige, gute Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie seien einer davon, Frau Weidel. Der Philosoph John Rawls hat einen hypothetischen Urzustand ersonnen, in dem wir über die Gerechtigkeitsprinzipien unserer Gesellschaft entscheiden, ohne zu wissen, welche Position wir anschließend in der Gesellschaft bekommen würden. Noch viel schöner wäre aber doch, wenn wir zu jedem Zeitpunkt in den Körper und ins Leben einer anderen Person versetzt werden könnten. Wer seinen Partner betrügt, kann zum betrogenen Partner werden, Harvey Weinstein zu einer jungen Frau und Sie, Alice Weidel, könnten zu Ali werden. Ihre gesamte Partei könnte morgen mit dunkler Hautfarbe aufwachen oder mit einem zerbombten Haus in Syrien. Nichts würde wohl schneller zum Ende der AfD führen als das. Und was sagt es über eine politische Partei aus, wenn sie zu nichts zerfallen würde, sobald ihre Mitglieder von ihrem eigenen Programm betroffen wären? Du kennst die Antwort, Ali Weidel. Du kennst die Antwort. Vielen Dank. So,
Eine tief verwurzelte Angst der Menschen scheint zu sein, dass wir alle einer Invasion anheimfallen. Und eine tief verwurzelte Angst vieler Männer scheint zu sein, dass wir Frauen sie alle kastrieren würden. Der folgende Kommentar hat diese beiden Ängste ganz wundervoll zusammengefasst. Der geht so: Erst habt ihr fast alle Männer kastriert und jetzt ist keiner mehr da, der euch stupide, hirntote, verfressene, pseudo-intellektuelle, faule Zynikerinnen vor den Invasoren schützen wird. Da mochte jemand Adjektive. Sobald du sprichst, lerne ich dazu. Ich wusste nichts von der Gefahr, in der ich schwebte und dass du mein Held warst, mein Beschützer gar. Ich lebte friedlich vor mich her, kastrierte hier und da einen Mann. Und jetzt kommst du und atmest schwer, eine Invasion, die bahnt sich an. Ich bin beeindruckt, wirklich wahr, was du als Mann so alles weißt. Man sieht sie kaum, doch sie sind da, die Invasoren, krasser Scheiß. Nur eine Frage hätte ich noch, in meinem Ohr ein kleiner Floh. Ich glaub dir alles, Mann, und doch, eine Kastration, die läuft ja so. Der Mann liegt ungewöhnlich stumm, ohnmächtig, reglos auf dem Boden, dann schnippelt man ein bisschen rum und am Ende fehlt der Hoden. Nun habe ich dich nie kämpfen sehen, kenne also deine Technik nicht. Doch dachte ich, man kämpft im Stehen, boxt und schießt oder ersticht und dass im Kampf so allgemein die Hoden kaum eine Rolle spielen. Wieso also soll es so sein, dass die Kastrierten da entfielen? Beschützen kannst du auch kastriert. Wirklich wahr, probier es aus. Ich habe gehört, es animiert. Komm doch her, wenn du dich traust. Vielen Dank. So, kommen wir zum Hass auf das System. Ich glaube, dieser Hass auf das System ist einfach ein sehr praktischer Hass, weil wenn man die da oben hasst, das ist so undefiniert, dass man einfach alle dazu zählen kann, die man irgendwie blöd findet. Außerdem gibt einem das die Möglichkeit, sehr schöne Kommentare zu schreiben, wie zum Beispiel den hier. Wir leben in Deutschland in einer gewählten Diktatur. Die da oben entscheiden und wir müssen kuscheln. Fand ich gut. Oder auch den folgenden, wir sind da leider schon wieder bei dieser unsäglichen Partei, aber da müssen wir leider hin. Es ist ein sehr schöner Kommentar, er ist so poetisch, dass ich kaum wusste, was ich daraus noch machen sollte. Ich habe trotzdem ein Gedicht daraus gemacht. Er geht so: Immer sind die AfD die Bösen. Was die anderen machen, sieht keiner. Waffen an den ISS schicken und so. Moment, mein Schatz. Meinst du das ernst? Die ISS soll Waffen haben? Haben die da Platz so weit entfernt von Erde, Heim und Waffenladen? Und meinst du, dass die Politik die Waffen in den Weltraum sendet, damit sich bei einem Alienkrieg das Blatt für uns zum Guten wendet? Ich weiß nicht, ob das wahr sein kann, eine Raumstation als Alienschreck. Du bist doch sonst ein kluger Mann, warum nur glaubst du so einen Dreck? Vielleicht war es auch ein Fehler nur. Du hast dich lediglich vertippt. Da hat die Autokorrektur den Sinn von einem Wort gekippt. Du wolltest gar nicht Waffen schreiben. Da fehlte einfach nur ein L. Damit die da im All nicht leiden, können sie Waffeln hochbestellen. Und dann ergibt das Ganze Sinn. Waffeln für die ISS, schwerelos mit Doppelkinn, ein bisschen Futter gegen Stress. Und wenn es um Waffelhandel geht, sind AfDler wohl echt raus. Die Internationalität der ISS ist ihnen ein Graus. Es müsste bei den 16 Ländern, die die ISS erblicken, sich in der AfD viel ändern, damit sie dorthin Waffeln schicken. Vielen Dank. So. Ich möchte zum Abschluss noch einen Brief vorlesen, ein bisschen als Beweis dafür, dass ich auch Briefe an nette Menschen schreiben kann. Ich habe ein Baby, ein Kind, es ist jetzt auch schon fast ein Jahr alt, ich habe aber einen Brief an diese, meine Tochter, geschrieben, als sie 3 Wochen alt war. Und wie sich das für solche intimen, persönlichen Dinge gehört, möchte ich diesen Brief jetzt hier öffentlich vorlesen. Das ist übrigens ganz lustig. Es werden immer, wenn du ein kleines Kind hast als Frau und gehst alleine irgendwo hin, dann wirst du eigentlich immer gefragt, wo denn dein Kind ist. Männer werden das sehr selten gefragt, Frauen werden das irgendwie immer gefragt. Ich will immer sagen, oh, naja. Nein, also falls ihr euch Sorgen macht, die ist da, die ist im Backstage, die ist jetzt fast ein Jahr alt, ich habe hier eine Cola und eine Pizza hingestellt, alles gut. Der Brief geht folgendermaßen. Tochter, bevor du dich über die Anrede wunderst, Tochter,
Wir haben lange über einen Namen für dich nachgedacht. Ich bin ja immer dafür, Dinge und Menschen nach ihrer Funktion zu benennen. Und deine Hauptaufgabe auf dieser Welt ist es nun mal, unsere Tochter zu sein, uns zu ehren, zu lieben und im hohen Alter unsere Gebisse ans Bett zu bringen. Zumindest ich habe mir das jetzt schon verdient, einfach durch die Schmerzen bei der Geburt. Es wird ja in unserer Gesellschaft selten über das Gebären gesprochen. Und wenn doch, dann sagen Leute sowas wie, ich wünsche dir eine sanfte Geburt. Eine sanfte Geburt, als gäbe es sowas. Aber es ist gut, dass sie das sagen, denn wenn die Wehen so richtig losgehen und man sich die Seele aus dem Leib schreit, dann hat man dadurch wenigstens jemanden, den man so richtig schön hassen kann. Sanfte Geburt, also wirklich. Oder diese Leute, die immer wieder betonen, was für ein wundersamer, besonderer Prozess die Geburt ist. Natürlich haben sie recht, irgendwie. Aber weißt du, wer auch recht hat? Der Taz-Artikel, in dem ich die treffendste, schönste und poetischste Beschreibung der Geburt gefunden habe. Da stand, Gebären ist, als müsste man einen Ziegelstein kacken. Nun will ich dich nicht beleidigen, Tochter, aber ich finde, das trifft es ganz gut. Und klar ist das cool, wenn man danach sein Baby im Arm hält, also dich. Man darf halt nur nicht erwarten, dass es aussieht wie ein Baby. Denn egal ob Junge oder Mädchen, es sieht immer erst mal aus wie ein alter Mann. Jedes Neugeborene sieht aus wie ein sehr kleiner Opa. Wenn du Glück hast, hat es keine Pfeife im Mundwinkel. Es wird dann schön, also echt richtig ganz schlimm schön, sodass du nie wieder weggucken kannst. Aber das dauert halt ein paar Tage. Und das sagt einem ja vorher niemand, dass dein Baby erstmal aussieht wie ein blau angelaufener 80-jähriger Kettenraucher. Deshalb also, Tochter. Eigentlich würde ich dir jetzt gerne sagen, dass du alles werden kannst, was du willst, Tochter. Aber es bleibt leider eine Tatsache, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit einen mächtigen Mann heiraten wirst, als zu einer mächtigen Frau zu werden. Deine Chance, irgendwann in deinem Leben sexuell belästigt zu werden, liegt bei fast 50%. Deine Chance, im Vorstand eines DAX-Unternehmens zu landen, liegt bei, naja, seien wir ehrlich, bei ungefähr 0%. Du kannst dir ja nicht mal merken, dass du vor 5 Minuten beide Brüste leer gesoffen hast und unmöglich schon wieder Hunger haben kannst. Wie willst du dir da merken, auf welchem Offshore-Account du dein Vermögen gelagert hast? Ich kann dir also nicht sagen, was die Welt für dich bereithält. Ich kann dir nur Dinge wünschen. Ich wünsche dir erstens, dass du niemals Nazi wirst. Das scheint zwar gerade irgendwie in zu sein, aber man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen. Und ich weiß nicht genau, wie das passiert mit dem Nazi-Werden, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Betroffenen es selbst eigentlich auch doof finden. Warum sonst regen sie sich so auf, wenn man sie beim Namen nennt? Oder anders, wenn Nazis nicht Nazis genannt werden wollen, heißt das dann nicht, dass sogar Nazis wissen, dass Nazis scheiße sind? Es ist kein Schicksal, das ich jemandem wünschen würde. Am allerwenigsten dir, Tochter. Dabei sind Nazis durchaus ein bisschen wie du. Sie verwandeln alles, was man ihnen gibt, in braunen Brei und wundern sich dann, wie unangenehm es sich darin lebt. Habe ich gerade meine Tochter mit Nazis verglichen? Ja, habe ich. Ich bin eine tolle Mutter. Zweitens wünsche ich dir, dass du in einer Welt leben darfst. Punkt. Dass es für deine Zukunft noch eine Welt gibt, in der es sich leben lässt, ist nämlich leider nicht selbstverständlich. Das haben wir ein bisschen verbockt, sorry. Und anstatt jetzt endlich etwas zu ändern, führen wir absurde Diskussionen über Fleisch und Fliegen und Tempolimit und Tamponsteuer. Letzteres hat zwar nichts mit Klimaschutz zu tun, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Regierung da was verwechselt und aus Versehen eine Temposteuer und ein Tamponlimit einführt. Es wäre zwar ungefähr so sinnvoll wie alles, was sie bislang gegen den Klimawandel unternommen hat. Aber hey, zumindest wünschen kann ich dir ja, dass noch ein bisschen Welt für dich übrig bleibt. Am besten eine Welt, in der Frauen so rau sein dürfen wie die Ziegelsteine, die sie eigentlich sind. Und drittens, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber drittens, falls du mal darüber nachdenkst, ein Kind zu kriegen, dann wünsche ich dir natürlich eine sanfte Geburt. Vielen Dank. Dankeschön.